Wir würden jetzt wie verabredet zu den Abstimmungen kommen und ich würde jetzt schon mal, es sind zwar nur wenige, um ein bisschen Ruhe bitten und auch darum bitten, möglichst die Abstandsregeln einzuhalten. Der Gong wurde getätigt. Ich frage aber trotzdem noch mal die parlamentarischen Geschäftsführer, können wir dann abstimmen? Sehe nicken. Gut, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 9, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten für ein Gesetz über pandemiebedingte Schutzmaßnahmen für das Schulwesen, Drucksache 205293 zu 204898. Und dazu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten mit der Drucksache 205333. Über den lasse ich zunächst abstimmen. Wer für den Änderungsantrag ist, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Freien Demokraten und die SPD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Linken. Damit ist der Änderungsantrag mit den Stimmen von AfD, CDU und Bündnis 90, die Grünen abgelehnt. Dann komme ich jetzt zu dem eigentlichen Gesetzentwurf. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das sind die Freien Demokraten und die SPD. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Das sind die Linken. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten mit den Stimmen von AfD, CDU und Bündnis 90, die Grünen abgelehnt. Wir sind jetzt am Ende der Sitzung. Die Mitglieder des KPA können jetzt zügig in 501 gehen. Zum Weitertagen den anderen wünsche ich einen schönen Abend und bis morgen.